Sport hast du ja auch studiert, das weiß ich dank deiner Vita. Machst du auch selber noch Sport oder sagst du, nee, ich gucke mir das nur noch von außen an? Also ich mache selber noch Sport, ich gehe viel joggen. Jetzt war ich mal ein bisschen außer Gefecht, weil ich ein Innenbandanriss hatte und durfte nicht so richtig. Sieht man auch. Und ja, ich versuche irgendwie zu golfen. Und es ist so schade, weil ich diesen Golfsport so sehr liebe. Wenn man böse ist, liest man ja auch oft, dass Golf eigentlich gar kein richtiger Sport ist. Wie definiert man dann Golf wirklich als Sport? Naja, es ist halt so, dass man bei keiner anderen Sportart so viel Muskeln bewegt wie beim Golf, außer beim Schwimmen. Und jeder, der sich mal wirklich richtig mit Golf befasst hat, und ich würde jetzt auch wetten, ich nehme dich jetzt mit, eine halbe Stunde schlägst du mal ein paar Bälle, dann weißt du nächsten Tag, was dir alles wehtut. Und dann weißt du auch, dass es ein Sport ist. Es ist natürlich etwas ganz anderes, ein ruhender Ball. Es hat sicherlich nicht diesen Anspruch an Konditionen wie andere Sportarten, aber es verlangt dir einiges ab, auch an Konzentration und auch an Kondition, weil so eine 18-Loch-Anlage ist ziemlich groß und lang, und ich glaube, man kann es auch richtig erst bewerten, wenn man es wirklich mal gemacht hat.